Ja gut, also wir haben keine Corona-Fälle bei uns natürlich, aber durch das, dass wir Gäste befördern müssen und die aus allen Himmelsrichtungen kommen, sind wir natürlich da auch mit inbegriffen. Wir schließen zu morgen aufgrund des Erlasses, das durchs Landratsamt einfach für den kompletten Bereich erlassen worden ist, schließen komplett alle Anlagen mit allen Gastronomien. Was bedeutet das für uns? Ja, wir machen zu, wir beenden den Skibetrieb. Wir werden jetzt natürlich unsere Arbeiten, soweit wir können, weiter aufrechterhalten. Die Mitarbeiter bleiben natürlich bei uns. Wir werden die Revision durchziehen. Werden alles wieder so machen, dass wir dann, sobald die ganze Geschichte erledigt ist, wieder in Betrieb gehen können. Jetzt natürlich müssen wir uns natürlich danach richten, auch für unsere Mitarbeiter, für unsere Gäste, um einfach der Sache gerecht zu werden und die ganze Sache zu unterstützen, damit es ja einfach so schnell wie möglich ein Ende hat und wir wieder in Betrieb gehen können. Bei uns sind natürlich nicht alle erfreut, weil es sind natürlich auch Arbeitsplätze, die jetzt nur saisonbedingt hier vor Ort sind. Die können wir natürlich so nicht halten, das geht natürlich nicht. Alle anderen Mitarbeiter sind natürlich der Entscheidung, wie alle anderen auch, untergeordnet, und wir machen das natürlich, weil wir einfach auch die Verantwortung haben, den Gästen und den Mitarbeitern gegenüber. Ja, wir werden jetzt einfach unseren Dienst tun und alles, was dann kommt, sehen wir, was jetzt die Zeit anbringt. Es war eine durchwachsene Saison, wir hatten viel zu tun, weil immer wieder Schnee weg, Schnee da, Schnee weg. Ich denke, wir konnten mit den Mitteln, die da waren, gut was rausholen. Dass das jetzt keine gute Saison war, muss ich, glaube ich, nicht betonen. Wir kommen so weiter, aber es wäre natürlich schon schön, die nächste Saison etwas mit mehr Schnee, besserem Wetter und mehr Gästen durchziehen zu können.